Das vorsichtige Verhalten von Jesus zeigt, dass er die Wahrheit über seine reine menschliche und nicht göttliche Herkunft wissen müsste. Er entzog sich jeder vorzeitigen Verhaftung bis zu dem Moment, den er für seinen ausgeklügelten Plan brauchte. Ich lese jetzt aus meinem Buch Der Sohn eines Menschen, Band 1, Maria. Kapitel 16. Die verhängnisvolle Entzweiung. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Die Sprüche Salomos, Kapitel 3, Vers 3. Der Muttergeheimnis, die Ausbildung, die Rückkehr. Am frühen Abend eines unglimpflich verlaufenen Tages kehrte der Vater Josef griesgrämig heim. Er wirkte nervös und gereizt. Er wies Maria und seinen Sohn für jede Kleinigkeit zurück. Maria roch eine Weinfahne aus Josefs Mund. Sie wurde hellwach. Josef pflegte sich normalerweise nicht zu betrinken, nur wenn er seinen Kummer betäuben wollte. Josefs letzter Weinrausch vor vielen Jahren in Nazareth, damals nach ihrer Verlobung, hatte sie noch in unangenehmer Erinnerung. Die Maria witterte etwas Schlimmes und hatte Angst. Josef setzte sich an den Tisch. Maria deckte wortlos das Essen vor ihm auf. Josef schlug die voller noch dampfenden Schüssel mit Eintopf vom Tisch zu Boden und schrie Maria vorwurfsvoll auf: Nicht das Essen, Maria, sondern meine Nachkommen gib mir! Maria erblasste. Heiße Tränen stiegen in ihr auf. Oh, das tat weh. Seit der Geburt des kleinen Joshua ging dieser Wunsch Josefs nicht in Erfüllung. Maria konnte ihr Versprechen nicht einlösen und hoffte, dass sich das Problem irgendwie von selbst legen würde. Sie war zwar etwas beruhigt, weil sich Josef seit langem nicht mehr deswegen beklagte, doch jetzt wusste sie, dass dieser Wunsch nach seinem ersehnten eigenen Kind in ihm nach wie vor loderte und nun zu seinem verzweifelten Ausbruch kam. Alles liegt in den Händen Gottes, Josef. Wir haben ja den Joshua. Er ist doch dein Sohn. Nein, das ist er nicht und du weißt es. Joshua ist doch nicht mein Sohn und ich bin nicht sein Vater, schrie Josef die Maria an. Ich wünschte von dir meinen Sohn, verstehst du? Der kleine Joshua schaute fassungslos seinen Vater an. Was tat er? Was sagte er denn? Dann sprang er auf und schmiegte sich an Josefs behaarte Brust. Vati, Vati, ich bin doch dein Sohn, ich bin hier bei dir, komm bitte zu dir, ich bin doch da. Josua hing sich verwirrt an seinen Vater. Mit aller Kraft seines Leibes kletterte er an Josefs Schulter und versuchte ihn zu küssen. Der angetrunkene Josef stieß Joshua zurück und jammerte weinend: Geh jetzt weg, geh, ich mag dich, Joshua, aber du bist nicht mein Blut. Ich möchte einen Sohn meines Blutes haben, mein Kind. Josef, schrie Maria den Josef streng auf. Josef, beherrsche dich, sprich nicht so vor dem Jungen. Schweige, erhob sich Josef drohend hinter dem Tisch. Er verlor seine Kontrolle über sich. Du hast mir meine Kinder versprochen und wo sind sie? Wo? Zeig mir nur eins. Der kleine Joshua nahm nichts mehr wahr. Er war enttäuscht. Für seinen lieben Vater wurde er plötzlich fremd und unerwünscht. Konnte es sein, dass Josef die Wahrheit sagte, dass er Joshua nicht sein Sohn war? Der Junge fühlte sich zutiefst betroffen. Mit heftigem Weinkrampf wankte er aus dem Haus hinaus. In vertrauten Feldern hinter dem Haus, wo er immer so gerne weilte
und wo hohe Dattelpalmen in Küstenwind rauschten, warf er sich auf den weichen und schmiegsamen Boden. In seinen Ohren klang ihm immer wieder das entsetzliche Jammern seines Vaters. Das ist nicht mein Sohn, ich möchte auch mein Kind haben. Wessen Kind bin ich denn? Überlegte gekränkter Joshua in seiner traurigen Einsamkeit. Ich bin der Sohn meiner lieben Mutter, das ist klar. Sie hat mich gern und sie verteidigt mich. Sie hätte mich nie so weggeschoben, wie es der Josef tat. Aber wer ist denn eigentlich mein Vater? Jeder Knabe muss doch auch einen Vater haben. Leiderfüllt blieb Joshua bis zu dem späten Abend alleine. Er versteckte sich zwischen den Sträuchern und zeigte sich nicht mal der nach ihm rufenden Maria und dem besorgten, ernüchterten Josef, die ihn zur Rückkehr ermahnten. Ich werde zu Anteis gehen, beschloss Joshua, kaum da seine Tränen etwas getrocknet waren. Er lief zu seinem Haus. Wie schade. Das Haus Anteis war leer. Der Arzt war gerade zu seinen Kranken unterwegs. Deshalb flüchtete Joshua zu dem anderen Mann, der sein Vertrauen hatte, zum Josef aus Arimathea. In den langen Tagen ihres Zusammenlebens und der Fürsorge Joshuas war eine tiefe Freundschaft zwischen dem reifen Mann und dem aufgeschlossenen Kind entstanden. Josef aus Arimathea war in diesem Augenblick der Einzige, dem Joshua sein Herz ausschütten konnte. Josef aus Arimathea packte gerade den Rest seiner Habe für die Abreise aus dem Land, das ihm beinahe zu Verhängnis geworden war. Während er seine Truhe schloss, hörte er der stotternden Erzählung Joshuas zu, die bisweilen von immer neuen heftigen Weinkrämpfen unterbrochen wurde. Schließlich schloss Josef aus Arimathea den weinenden Jungen in seine Arme ein. Nun, geh ruhig nach Hause, mein lieber Joshua. Kein Brei wird so heiß gegessen, wie er gekocht wurde. Merke dir, die Kränkungen, die von betrunkenen oder wütenden Menschen kommen, nicht wert sind, sie sich zu Herzen zu nehmen. So ein Mensch mag manchmal recht haben, in jeder Rede ist immer ein Fünkchen Wahrheit. Jedoch viel wichtiger ist es, wie sich ein Mensch zu dir verhält, wenn er ganz nüchtern und Herr über seine Sinne ist, weil er so am häufigsten anzutreffen ist. Wie oft denken wir uns nichts Gutes von jemand, der andere Meinung ist als wir selbst. Doch warum sollten wir es ihm sagen, wenn es sich vielleicht nur um eine Frage handelt, wo jeder ohnehin auf seine Meinung beharren will? Die Höflichkeitsregeln sind nicht so sinnlos, wie man oft denkt. Sie ermöglichen uns, trotz unterschiedlicher Veranlagungen gut miteinander auszukommen. Die Höflichkeit kann unsere Feindschaften oder unbegründete Antipathien dämpfen. Joshua bemühte sich, den Zweck dieses Vortrages zu erraten. Josef aus Arimathea setzte fort. Das, was man im Zorn oder angetrunken ausspricht, mag die wahre Meinung sein, Joshua. Diese Meinung kann dich verletzen oder beleidigen. Aber diese Meinung entwich ihm unkontrolliert. Es handelt sich vielleicht um eine Meinung, die er noch nicht selbst klar durchdacht hat, die er nicht nüchtern sagen würde, die er nicht vertreten wollte, für die er sich vielleicht später schämen wird oder die er noch ändern wird. Deshalb solltest du, Joshua, solche Sprüche von Angetrunkenen, sei es jetzt sein Vater, mit einem Ohr anhören und mit dem anderen Ohr freilassen. Wenn du willst, pick dir die Wahrheitsfünken heraus, um davon zu lernen. Doch bleibe ruhig. Verschärfe den Konflikt nicht. Merke dir, dass nur ein böses Wort bei völliger Ruhe und Nüchternheit zu einer Waffe wird, die für einen Angriff wohlbedacht gewählt wurde. Erst dann musst du überlegt antworten, aber nicht früher. Josef aus Arimathea hob den Kopf Joshuas hoch und redete sein Gesicht zu sich. Josef, der Gemahl deiner Mutter, ist ein edler Mensch, glaube mir. Ich kenne ihn inzwischen gut. Er ernährt dich, er kleidet dich, er erzieht dich,
Und das alles tut er, obwohl er offensichtlich davon überzeugt ist, dass er das gar nicht machen muss, weil du nicht sein Sohn bist. Vielleicht hat er recht, ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Vielleicht bist du nicht sein Sohn, aber er tut es trotzdem, obwohl er meint, dass du nicht sein Sohn bist. Gerade deshalb verdient er deine Bewunderung und Liebe, Joshua. Weil du bis jetzt nicht gespürt hast, dass Josef nicht dein Vater war, hat er bewiesen, dass er zu deinem Vater in Wirklichkeit geworden ist. Doch zerbrich dir damit nicht vorzeitig deinen Kopf, mein Freund. Das alles begreifst du später, nachdem du größer geworden bist. Der Händler stand auf und sagte: Morgen früh reise ich ab. Ich will nicht länger mein Schicksal in diesem verrückten Land versuchen. Ich kehre heim nach Judäa. Josef aus Arimathea schrieb etwas auf eine Tonscheibe. Die gab er dann Joshua. Hier steht der Name des Ortes, wo mein Haus steht. Vielleicht wird uns das Schicksal wieder zusammenführen, mein Liebster. Er drückte Joshua kräftig an sich und gab ihm einen mächtigen Kuss. Ich vergesse nie, was du für mich getan hast, Joshua. Mein Leben lang bleibe ich in deiner Schuld. Mein Haus und mein Geldbeutel sind für dich immer offen. Na, geh jetzt. Der Abschied von Josef aus Arimathea versetzte Joshua einen weiteren Schlag. Er kehrte wieder zu seinem Versteck zurück und wartete ab, bis der Mann, mit dem seine Mutter verheiratet war, endlich einschlief. Dann kroch er lautlos in die Wohnstube. Leise, um den schlafenden Josef nicht zu wecken, schmiegte er sich an seine wartende Mutter. Erst in ihrer warmen Umarmung fühlte er sich wieder geborgen. Maria streichelte erleichtert das Haar ihres Sohnes und deckte ihn mit ihrer eigenen Decke zu. An ihren Wangen spürte sie seine vom Weinen noch aufgedunsenen, feuchten Backen, die sich an sie drückten, und sie fühlte sich zutiefst unglücklich. Wie würde das alles enden? In den nächsten Tagen blieb Maria nichts anderes übrig, als das strengste Verbot Josef zu brechen. Sie beschloss, ihrem Söhnchen mit seiner verletzten Seele ihre Geschichte doch zu verraten, um ihn zu heilen. Sie erbat sich von Joshua den Schwur der größten Geheimhaltung. Maria erzählte dem Joshua von der wundersamen Empfängnis im Hause des Priesters Zacharias bis zu ihrer Flucht nach Ägypten. Dem wissbegierigen Jungen öffneten sich damit ganz neue Tatsachen und neue Perspektiven. Sie überstiegen sein Fassungsvermögen. Er fragte Maria immer wieder aus, wie es damals geschehen war, bis er es schließlich verstand. Und weil die überraschenden Tatsachen von seiner lieben, vertrauenswürdigen Mutter kamen, glaubte er ihr absolut alles. Was für eine Geschichte! Faszinierend! Jetzt wurde dem Joshua plötzlich vieles klar. Und er, Joshua, er stand im Mittelpunkt der ganzen wundersamen Geschichte. Er war die Hauptperson. War er ein Auserwählter? Wozu? Viele Fragen waren ihm neu entstanden. Viele Fragen, die ihm Maria selbst nicht beantworten konnte. Wer konnte es tun? Sein Vetter? Joshua wurde neugierig auf den Johannes, den Sohn der Elisabeth. Er wünschte sich, den außergewöhnlichen Altersgenossen persönlich kennenzulernen. Joshua fühlte sich wie in einem Traum. Aus seiner Bedeutungslosigkeit wurde er auf eine unglaubliche Weise befreit. Er stieg zu den wichtigsten Menschen der Welt auf, bis in die Nähe Gottes. Joshua war Angst und Bange, die Konsequenzen dessen, was er gerade erfuhr, bis in das letzte Detail durchzudenken. Seitdem quälte sich Joshua für die verletzenden Worte Josefs nichts mehr. Doch er hörte auf, den Josef als Vater zu bezeichnen. Er redete ihn jetzt sachlich nur mit seinem Namen an.
dem feinfühligen Josef, da die Wende in ihren Beziehungen leid. Er ärgerte sich über sich selbst. Das hatte er sich selbst zu verdanken. Wie überflüssig waren seine Worte. Sie konnten doch nichts ändern, nur kaputt machen. So lange hatte er in sich seinen Schmerz unterdrückt und jetzt hatte er auch dem Joshua, seinem Sohn, wehgetan. Josef plagte sich für sein Versagen und hoffte durch erhöhte Zuwendung, die verloren gegangenen Gefühle seines Sohnes wieder zu erlangen. An dem Sohn Marias, Joshua, hing er längst wie an seinem eigenen Kind. Trotzdem merkte Josef, dass seine unüberlegten Worte einen bleibenden Schatten auf Joshuas Beziehungen zu ihm warfen. Joshua hielt sein Versprechen ein, das seine Mutter von ihm in der Nacht verlangt hatte, und behielt das Geheimnis nur für sich selbst. Maria hoffte, dass Joshua es mit der Zeit vergessen würde. Was sollte er damit? Er sollte es vergessen, bevor er verspottet würde, wie es ihr selbst in Nazareth ergangen war. Aber wer würde sich hier in Ägypten für so etwas interessieren? Bevor Joshua erwachsen sein würde, würde sicher Gras über die Geschichte gewachsen sein. Hätte Maria in dieser Nacht geschwiegen, hätte tatsächlich alles vergessen werden können. Der weise, sensible Josef hätte die Geschichte der Herkunft Joshuas nie angesprochen, und somit hätte alles stillschweigend erledigt werden können. Doch im Augenblick ihrer schweren Entscheidungsnot fand Maria keine Kraft in sich, mit ihrer Geschichte Schluss zu machen. Durch ihre Schuldgefühle wurde sie von ihrer Geschichte überrannt. Sie wurde von ihr gefangen genommen. Die Idee war zwar von Maria erdacht und in die Welt gerufen, doch mit der Zeit fühlte sich Maria, als ob sich ihre Idee verselbstständigte und ihr eigenes Leben lebte. Als ob es alles tatsächlich so geschehen sei, wie sie es damals erdachte. Maria wollte nichts weiter als nur an den unmittelbaren Nutzen ihrer Geschichte denken. Sie wollte immer nur die augenblickliche Gefahr damit bannen. Und dafür war ihre Geschichte gut. Doch Maria unterschätzte ihren Sohn Joshua sehr. Sein heranwachsendes Selbstbewusstsein begann in dieser seiner Identitätskrise einen tieferen Sinn zu suchen. Er meditierte fieberhaft, warum gerade Johannes und er, Joshua, auf diese Weise auf die Welt gekommen waren und welche Aufgaben für sie bestimmt waren. Seine noch kindliche Aufrichtigkeit, die Empörung, mit der seine Seele auf die pragmatischen Widersprüche der erwachsenen Welt reagierte, zeigten ihm deutlich, wie verdorben diese Welt war. Verdorben gegenüber seiner Vorstellung über das, wie eine ideale Welt geschaffen sein sollte. Die jüdische Religion hörte auf, für Joshua nur eine unpersönliche Sammlung fremder, geschichtsträchtiger, sittenpredigender und mehr oder weniger abenteuerlicher Erzählungen zu sein. Nein, Joshua begann sich mit der Religion persönlich zu identifizieren. Die Religion gehörte ab nun unzertrennlich zu seiner eigenen Stammesgeschichte. Nicht die Herkunft seiner Mutter oder des Josef war für ihn jetzt von Bedeutung, nur das Tun und die Gebote, die von Gott stammten. Schließlich war der himmlische Vater sein eigener Vater. Deshalb saugte Joshua das Gesetz buchstäblich auf, da er in ihm die ersehnten Antworten auf alle seine brenzlichen Lebensfragen fand. In unzähligen schlaflosen Nächten betete und sprach er zu dem weit entfernten und mächtigen Gott mit einem sonderlichen Gefühl der nur ihm erlaubten Vertraulichkeit. Denn Jahwe betrachtete Joshua nicht mehr mit Furcht, sondern mit Liebe. Der Allmächtige war in seinen Augen nicht mehr der drohende, strafende und rachsüchtige, unberechenbare Gott, wie er den meisten Gläubigen erschien war. Der gutherzige Junge projizierte in Gott, in diesen seinen leiblich-geistigen Vater, alle seine idealen Vorstellungen,
die ein so mächtiger, aber kluger, gutmütiger und gerechter Vater besitzen sollte. Der Begriff Gott begann durch Josua einen erheblichen Wandel zu vollziehen. Josua begann ihn zu verstehen und zu lieben. Gott wurde immer mehr für Josua zu einem verlässlichen, toleranten und immer anwesenden, nahen Verbündeten, zu seinem Vater. Gott hatte Josef aus Josuas Herz verdrängt. Josua wendete sich nicht zum Josef, sondern zu Gott mit seinen inständig drängenden und freimütigen Gefühlsergüssen seiner Seele. Gott wurde zum Inhalt der vielen Tagträume Josuas und zu seiner ständigen Inspiration. Der kleine Junge vertraute ihm alle seine kindlichen Sorgen und Probleme an und bat ihm um alles das, was sich auch andere Kinder von ihren Vätern wünschten. Mein himmlisches Väterchen, gib, dass Josef wieder einen guten Auftrag bekommt, damit wir was zum Leben haben. Bitte gib mir ein Brüderchen, damit der Josef meiner Mutter nicht mehr so böse ist. Ich verspreche dir dafür, dass ich fleißig alle deine Gebote lernen werde und dass ich meiner Mutter mit Wasser tragen helfe und die ganze Woche brav sein werde. Falls es dir deine Zeit erlaubt, Väterchen, schicke mir bitte auch ein solch schönes Holzpferd, wie es der Senmut, der Sohn des Töpfers aus der Nebenstraße hat. Du kennst ihn sicher. Dafür verspreche ich dir, dass ich mir täglich meinen Hals und die Ohren ordentlich waschen werde und dass ich das nicht nur vortäuschen werde. Mit zunehmendem Alter vertiefen sich die religiösen Kenntnisse Josuas. Manche Israeliten staunten nicht schlecht über sein nicht alltägliches Interesse für spezielle und komplizierte Religionsfragen, was für einen Burschen seines Alters ungewöhnlich war. Bisweilen passierte es sogar, dass der kleine, nur 12-jährige Knabe den einen oder anderen Text viel genauer zu zitieren vermochte als jeder Schriftgelehrte der Gemeinde. Auch seine Bitten an seinen himmlischen Vater wurden ernsthafter und reifer. Er pflegte ihn in schwierigen Fragen und Beratung zu ersuchen. So entstand seine Meditationstechnik, mit deren Hilfe er seine eigene Inspiration und seinen Einfallsreichtum kräftigte. Josua glaubte auf diese Weise, die Stimme seines göttlichen Vaters in sich zu hören. Josua war fleißig, gescheit und motiviert. Deshalb lernte er schnell. Bald beherrschte er nicht nur die eigene, sondern weitgehend auch die ägyptische Sprache. Von seinen ägyptischen Freunden, die die Schreibschule beim Tempel des Gottes Amon besuchten, lernte er, die schwierigen hieroglyphischen und demotischen Texte zu lesen. Von Anteis erfuhr Josua zu seiner Überraschung, dass es in Ägypten früher Zeiten gegeben hatte, in denen nicht mehrere, sondern nur ein einziger Gott verehrt worden war. Pharao Echnaton war der Erleuchtete. Er erkannte, dass es nur einen einzigen Gott geben musste und deshalb hat er Ungeheures gemacht. Er hatte die mächtigen Ammonpriester verdammt und die traditionsreiche, bisherige, wohlhabende Hauptstadt Karnak, griechisch Theben, aufgegeben. Stattdessen ließ er weit südlich am Nil eine neue Hauptstadt, Heliopolis, gewidmet ausschließlich dem einen einzigen Gott, erbauen. Echnaton hatte sich nur ein wenig geirrt, indem er die Sonne für den allmächtigen Gott hielt. Der gelehrte Anteis offenbarte Josua noch andere geistige Schätze des geheimnisvollen alten Ägyptens. Er weihte ihn in die Geheimlehre des Meisters aller Meister, des dreimal Großen, des Schriftgelehrten der Götter, in die Lehre des Hermes Trismegistos ein. Dieser frühere Priester und Eingeweihte Ägyptens schrieb die Quintessenz aller Weisheiten in 15 Thesen auf eine Tafel aus grünem orientalischen Korund nieder, ein absichtlich undurchsichtig gehaltener Text, der nun dem Eingeweihten verständlich war und ist. Anteis war Mystiker. Josua war noch zu jung, um von Anteis alles zu verstehen. Es blieb ihm davon vor allem nur eins in Erinnerung. Während alles im All ist gleichermaßen wahr,
dass das All in allem ist, was in der ägyptischen Mystik bedeutet, jeder Mensch ist ein Teil Gottes. Ein weiteres Jahr war vergangen. Habt ihr schon die große Neuigkeit gehört, wurde zwischen den israelitischen Aussiedlern verbreitet. Neue Zeit steht uns bevor, König Herodes ist tot. Wir kehren nach Hause zurück, entschied Josef zur Freude Marias, die genauso wie er unter Heimweh litt. Die letzten Jahre des Herodes näherte sich für alle sichtbar ihrem Ende. Der König wurde zunehmend von Halluzinationen verfolgt. Er litt an Wassersucht, Greisenbrand, unerträglichem Juckreiz, schweren Gliederkrämpfen, Darmgeschwüren, Durchfällen, Fieber und Schlaflosigkeit. Noch 5 Tage vor seinem Tod ließ der argwöhnische König seinem liebsten Sohn und Nachfolger, den Kronprinz Antipater, hinrichten. Wahrscheinlich entschied er es diesmal rechtens, und die gefolterten Sklavinnen doch die Wahrheit sagten, als sie behaupteten, dass Antipater einen Anschlag auf Herodes Leben plante. Aber was sollte man dem unglücklichen Antipater vorwerfen? War er ein Verbrecher? Nur so konnte der gewissenhafte Nachfolger sein Volk von Grausamkeiten eines geisteskranken Greises retten. Sein Vater wurde inzwischen zum Ungeheuer, der immer noch krampfhaft selbst am Regieren hing, indem er die anderen mordete. Als Herodes schon am 4. Tag nach der Hinrichtung seines Sohnes auch selbst sein eigenes baldiges Verscheiden unmissverständlich verspürte, befürchtete er richtig, dass sein Tod das Volk nicht in Trauer, sondern in Jubel versetzen würde. Das wollte er nicht zulassen. Na, wartet, ihr Undankbaren, ich werde für euch schon für einen Grund der Trauer sorgen, beschloss er noch im Sterben so teuflisch, wie er lebte. Auf seinen Befehl mussten sich die ansehendsten und beliebtesten Juden aus allen Teilen des Landes im Hippodrom von Jericho versammeln. Dort wurden sie zu ihrer Überraschung plötzlich von bewaffneten Soldaten bedrängt und eingesperrt. Keiner dürfte das Hippodrom verlassen oder nur eine Nachricht nach Hause übermitteln. Ohne Wasser und Essen, ohne Zudeckung oder eine Liege für die Nacht mussten sie unter freiem Himmel in Angst ausharren. Sobald Herodes sterben werde, erfuhren sie von den Wachen den letzten Befehl des Königs, werdet auch ihr alle umgebracht. Als Herodes am nächsten Tag endlich verstarb, entschied seine Schwester Salome anders. Sie schenkte ihnen das Leben und ließ alle frei. Nicht aus einer besonderen Milde ihres Herzens, nein, aus Kalkül. Denn auch sie hatte viele Gründe, den Zorn des aufgebrachten Volkes zu fürchten, und so hoffte sie, durch diese ihre Tat den Hass der Juden gegen sich wenigstens etwas abzumildern. Weil Herodes Tod sein Reich ohne Nachfolge hinterließ, hat der römische Kaiser Augustus großzügig und gnädig das Testament seines treuen Verbündeten berücksichtigt. Er entschied, das Königtum so zu verteilen. 4 Fürst Archelaus, Sohn des Herodes und seiner 4. Frau Maltake, würde Judäa, Samaria und Idumea bekommen, jedoch nicht als König, sondern lediglich als Ethnarch. Herodes Philippus, Sohn des Herodes und seiner 5. Frau Kleopatra, würde die Herrschaft in den Ländern Batanea und Trachonitis erhalten. Ein anderer Sohn des Herodes und Maltake, mit dem Namen Herodes Antipas, würde zum Herrn über Galiläa und Perea bestimmt. Während Josef und Maria mit großer Freude ihre Vorbereitungen für die Rückkehr trafen, war der 12-jährige Joshua traurig. Seine Heimat war bisher nun Ägypten. Hier gewann er Freude und seine ersten prägenden Erlebnisse, die ihm jetzt für immer fehlen würden. Hier hatte er den alten Anteis seine Lehre von Weisheit und Gerechtigkeit. In Ägypten war alles, was Joshua lieb geworden war. Die Rückkehr nach Nazareth bedeutete für Joshua den Verlust von all dessen, an dem er hing. Deshalb wurde er zunehmend unruhig und trübselig, als sich der Tag der Abreise näherte.
Unmittelbar vor der Abfahrt nutzte Joshua die Zeit des Abschiedes von seinen jüdischen Freunden, um auch den Antheis nochmal zu besuchen. Joshua musste sein bedrücktes Herz erleichtern. Der weise Arzt setzte sich mit dem schluchzenden Jungen an den Tisch, an dem sie zusammen so viel Zeit verbrachten. Auch Antheis stiegen Tränen des Abschiedes hoch. Er wischte sie sich mit dem Finger, seine nass gewordenen Augenwinkel. Ich wünsche dir, Joshua, dass du heil nach Hause kommst, sagte Antheis bedrückt. Antheis, ich möchte nicht weg, ich will hier bleiben, hier fühle ich mich wohl. Warum muss ich in die nie gesehene Fremde gehen, von der man mir erzählt, dass dort meine Heimat ist? Meine Heimat ist doch hier, wo ich es kenne, bei dir. Das Leben ist schwer, Joshua, doch glaube mir, auch für dich ist deine Rückkehr notwendig. Du bist ein kluger und begabter Junge, doch hier hast du einen unüberwindbaren Fehler. Du bist Joshua, du bist kein Ägypter, du bist ein Jude. Deine Begabung wird hier nur halbwegs anerkannt. Hier bleibst du bis an das Ende deiner Tage nur ein mehr oder weniger geduldeter Ausländer. Erst in deinem Palästina wirst du zu einem vollberechtigten Menschen und Bürger werden, nutze es. Deine Eltern wissen, warum sie es tun. Antheis schneuzte. Du wirst mich auffallen, Joshua. Bis jetzt habe ich dir nichts über meine Familie erzählt. Du bist jetzt im Alter meines Sohnes, als er damals starb. Auch meine Frau starb kurz danach. Die Pest war schuld daran. Es gibt viel Pest in der Welt. Sie macht keinen Halt, weder von Königen noch von den Angehörigen der ärztlichen Familien. Es ist schon lange Zeit vergangen, seitdem ich Witwer bin. Ich holte uns die Ansteckung damals von Menschen, die ich behandelte. Nur ich überlebte. Ich war ein gebrochener Mensch, bis ich verstanden habe, dass der Tod nur eine andere Form unseres Daseins ist. Und bis mir deine Anwesenheit und deine Freude meine Lebenstage aufhellte. Mein Sohn wäre jetzt schon erwachsen, älter als du, doch ich sehe ihn immer so, wie er damals war. Du wirst mir fehlen, Joshua, wiederholte Antheis. Ich liebe dich sehr, Joshua, aber eine Liebe darf nie egoistisch sein. Und da ich weiß, dass es für dich besser ist, in die Heimat deiner Vorfahren zurückzukehren, wünsche ich dir deine Abreise, obwohl sie uns beide nur Schmerz bereitet. Vergiss nicht, mein Junge, was du bei mir gelernt hast. Du kannst nicht wenig. Einige menschliche Krankheiten kannst du schon heilen oder wenigstens lindern. Die übrigen überlasse lieber den geschulten Ärzten, obwohl, und das sage ich dir gleich, obwohl die jüdischen Ärzte in ihrer Kunst weit hinter den unseren stehen. Das sage ich dir nicht, weil ich mich groß tun will, sondern weil es die Wahrheit ist. Antheis stand auf und ging zu einer Truhe. Lange überlegte er über seinen Haufen von Papyrusrollen. Er rollte die eine oder andere auf und wieder zu. Schließlich wurde er fündig. Er nahm einen Papyrus und steckte ihn vorsichtig in eine kupferne Hülle. Die gab er Joshua. Hier, nimm von mir das erlesenste Geschenk, das ich dir noch geben kann. In diesem Papyrus findest du verständlich viele wertvolle Anweisungen, die dir helfen sollen, dein Gedächtnis aufzufrischen, falls du es mal brauchen wirst. Und hoffentlich erinnerst du dich dabei an mich, an den alten Ägypter Antheis, der dir in deinem Leben nun das Beste wünscht. Und jetzt geh, mögen dich alle meine Götter immer gut schützen. Ein Abschiedkuss trennte Joshua und Antheis für immer voneinander. Joshua, der ohne Schluchzen die letzte Zeit fast nicht mehr auskam, kehrte nach Hause zurück. Dort fand er schon alles zur Abreise vorbereitet. Als er kurz darauf mit seinen glücklichen Eltern die vertraute Gemeinde Richtung Wüste verließ, empfand er einen solchen Schmerz, als ob man sein Herz im Stück risse. Hätte Joshua dessen heftige Schläge in seiner Brust nie gespürt, wäre er überzeugt gewesen, dass er sein ganzes Herz bei seinem guten Freund, dem Menschenliebhaber Antheis, vergessen hatte.